Hey Leute, willkommen zu einem neuen Yummy Pilgrim Video. Heute gibt es wieder ein neues Rezept. Und zwar machen wir quasi vegane Leberwurst selbst. Ja, so ist es. Bleibt dran für das Rezept. Okay, und zwar geht es mit ganz wenigen Zutaten. Also ihr braucht gar nicht so viel. Es sieht nur viel aus, weil es Gewürze sind, aber die können variieren, wie ihr das wollt. Das sage ich immer wieder. Also macht das rein, was ihr mögt. Und lasst es einfach weg, was ihr nicht mögt, ganz klar. Was ihr aber haben solltet, wäre ein Hochleistungsmixer. Das wäre ganz toll, weil dann könnt ihr das richtig schön fein bekommen. Das ist wichtig. Ansonsten könnt ihr gleich loslegen. Alle Zutaten kommen jetzt in den Mixer. Super einfach. Und zwar ist das Walnüsse. Das ist unsere Basis. Ihr könnt auch andere Nüsse nehmen, wenn ihr eine Allergie habt oder sowas. Aber Walnüsse sind halt super schön dafür. Könnt ihr auch vorher anrösten, wenn ihr möchtet. Muss aber nicht sein. Dazu kommt Wasser, Stärke, Misopaste, Sojasauce, Hefeflocken, Apfelessig, Öl und dann folgende Gewürze. Pfeffer, Knoblauchpulver, Zwiebelpulver, geräuchertes Paprikapulver und das war's. Salz nicht so stark dosieren, weil die Misopaste und die Sojasauce ein bisschen salzig sind schon. Deswegen da ja, einfach abschmecken, wenn ihr möchtet. Aber es muss nicht noch sein, muss nicht noch rein. Das schön pürieren, bis es wirklich eine glatte Masse wird. Das dauert so ein paar Minütchen. Und dann geben wir das Ganze in eine Pfanne. Und bei mittlerer Hitze, bei mittel bis hoher Hitze, braten. Naja, braten ist nicht richtig. Wir dicken die ganze Masse an. Das ist das, weil sie wird nach einer Zeit dicker durch die Stärke eben, die wir reingegeben haben. Aufpassen, dass es nicht anbrennt, deswegen immer währenddessen schön rühren, rühren, rühren. Und ihr seht, die Masse wird sich verändern, sie wird einfach dicker. Das dauert schon so einige Minuten, also schon so 5 Minuten ungefähr dauert der ganze Prozess. Einfach immer schön rühren, bis ihr seht, dass es eine schön, ja, so eine dickere Masse wird wie, ich kann gar nicht sagen, wie so Apfelmus ungefähr, also schön dicklich, aber sie ist natürlich noch etwas flüssig, aber ihr würdet sehen, wenn ihr zum Beispiel einen Holzlöffel mit der Masse ein bisschen in der Hand haltet, dass die Masse so leicht dicker, fester wird dann, wenn es abkühlt, dann ist es richtig. Die Masse gebt ihr dann in eine flache Form und streicht es oben nochmal schön glatt aus, lasst es abkühlen und dann kommt das Ganze in den Kühlschrank, am besten mindestens 2 Stunden oder einfach über Nacht, wie ihr wollt. Und dann ist eure Leberwurst schon fertig. So einfach, oder? Also sie ist streichbar, sie ist cremig, wie ihr seht. Ihr könnt es einfach auf euer Brot streichen. Wirklich so wie eine Leberwurst oder wie eben eine pflanzliche Streichcreme, Brotbelag, sowas in der Art, genau. Also es schmeckt nicht nach Walnuss oder so, sondern das war quasi nur unsere Basis, sondern es schmeckt nach den Gewürzen, die wir hinzugegeben haben. Natürlich, so wie auch eine Leberwurst nur nach den Gewürzen schmeckt. Und das ist also so leicht süßlich-rauchig und einfach sehr würzig, so Umami, ne? Diese Miso-Geschmack, die Hefeflocken, die machen das eben so, Sojasauce auch, die machen das so lecker einfach. Man will mehr. Da könnte ich mir auch gut vorstellen, so, wenn man es ein bisschen süß machen will, mit etwas angebratenen Apfelstückchen, so als Kontrast. Also so wie diese Leberwurst mit Apfel, das passt ja ganz gut. Ne? Das könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Das würde ich, glaube ich, das nächste Mal ausprobieren oder noch ein paar Kräuter rein. Also wie ihr wollt, das ist eine gute Basis jedenfalls, die ihr machen könnt. Und ihr könnt es ja dann nach eurem Geschmack verfeinern. Und wenn ihr das tut, da wäre ich super gespannt, welche Richtung ihr gegangen seid, was ihr daraus gezaubert habt. Dann schickt mir sehr gerne eure Fotos mit dem Hashtag YummyPilgrim auf Instagram zum Beispiel. Folgt mir da auch sehr gerne, da zeige ich auch immer meine Food Finds, also immer interessante vegane Produkte, die ich im Supermarkt entdecke. Die teile ich da mit euch in meinen Stories. Ich habe auch so ein Highlight, wo ihr das alles nochmal sehen könnt, was ich bisher so in letzter Zeit so entdeckt habe. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir da folgt und auch diesen Kanal abonniert, nicht vergessen. Dann verpasst ihr auch kein neues Video. Also probiert's aus. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.